Hey Leute, ich bin's Conny und heute gibt es mal eine kleine Compilation von meiner gesamten Reise in Pet Simulator X. Ihr werdet sehen, wie ich vom Noob zum Pro aufgestiegen bin. Ich werde euch nochmal erklären, welche Game Pässe sich lohnen und wofür sie sich lohnen. Und ihr werdet in dem Video natürlich alles erfahren, was in Pet Simulator 99 noch so wichtig zu wissen ist. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Anfang, wie ich so weit gekommen bin, wie ich jetzt bin, mit meinem wirklich sehr guten Inventar. Pick two Pets, zwei Pets. Oh mein Gott, ich nehme den Dog und den Corgi. Ich nehme den Dog und den Corgi. Los geht's, abbauen, abbauen. Let's go. Oh mein Gott, ich hab sogar mein Huge Pet. Ab. Too much winning, Victor, too much winning. Ich hab auch ein Huge Pet, oh mein Gott. Guck dich mein Winning an. Ich muss mir Belohnungen abholen, es geht direkt los. Ich muss der Erste sein. Das sind alles meine, es ist alles mein Winning. Wo kriegen wir unsere Transferred Pets? Ich brauche mehr und besser. Weil das hier ist mir nicht genug Winning, aber ich gehe einfach jetzt schon mal in die zweite Region, Victor. Oh, meine Pets sind auch nicht mehr stark genug für die zweite Region. Wo ist mein Hoverboard? Ich brauche ein Hoverboard, Game Pass. Gib mir Pets, entsperren. Gib, kann ich mir nicht leisten? Gib mir irgendwas. Ah, jetzt. Es hat voll lange gedauert mit dem Hatchen. Okay, das hier ist Pet Simulator 99 und wir müssen jetzt der Erste sein, der das durchspielt. Das ist mein Ziel, Erster sein, der es durchspielt. Die Sache ist halt, alle Leute, die ich kenne, haben jetzt schon total viele Game Pässe gekauft und ich habe ja noch keine Game Pässe für Pet Simulator 99 geholt, weil ich eigentlich gucken will, wie jetzt der Unterschied ist zwischen mit Game Pässen und ohne Game Pässen. Habe ich eigentlich Equip Best? Geht das überhaupt? Arbeitungsmodus? Was? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es sind immer alle meine Pets equipped. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Equipment ist. Wir werden das jetzt einfach on the fly herausfinden, aber ich muss mich trotzdem beeilen. So, und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Area, weil diese Area, die ist mir zu wack. Habe ich auch schon genug Gems? Ich habe mehr als genug Gems. Jetzt erstmal Move Faster kaufen. Los geht's. Jetzt geht's richtig ab. Ja, klar, kaufen wir uns alles. Alles meins, alles haben. So, Free Diamonds, die gönne ich mir. Sind's 400? Im Trailer waren es 450, oder? Ne, 300 sind's jetzt. Okay, einfach genervt. Gut, was kaufe ich mir hier? Magnet brauche ich, Magnet, los geht's. Das ist einfach nur mehr Reichweite, okay. Es ist nicht wie der Magnet Game Pass, dass man alles automatisch einsammelt. Ich verstehe. Ich bin aber traurig. Gut, wir haben Pets transferred. Wir müssen jetzt herausfinden, wie man transferred Pets bekommt. Und wir müssen einmal gucken, was für Belohnungen. Hoverboard. Ah, brauchen wir noch eine Weile für ein Hoverboard. Da hinten ist ein Index. Dann haben wir die Mailbox. Wir gucken einmal in die Mailbox rein. Kommt bald, aber da sind einfach schon Geschenke. Lol. Gut, Social Rewards claimen wir. Ja, klar. Verify on the sign first. Ja, ja, das will ich doch prüfen. Mein Username ist ConnyYT, glaube ich. Ja. Yeah. Und ich habe meine Social Rewards. Cool, ich habe einfach Walkspeed Potion bekommen. Group Rewards. Ich bin gar nicht in der Gruppe drin, fällt mir gerade ein. Ja, dann nehme ich keine Group Rewards. Und jetzt Pets. Ja, mein Gott, alles claimen, alles meins. Alles meins. Das Traurige ist, ich habe halt mein Titanic Pet von damals nicht mehr. Und ein Exclusive Egg. Ja, Mann! Okay, kann ich jetzt einfach... Warte, die sind gesperrt. Untradable. Ach so. Ach, Huge Pets sind untradable? Oder sind die untradable, weil ich sie transferred habe? Das hier ist auch untradable. Interessant. Bauen meine Pets automatisch ab, wenn ich in der Nähe bin? Meine Pets bauen automatisch ab, wenn ich in der Nähe bin. Das finde ich gut. Dann haben die immer was zu tun. Dann kommt man auf jeden Fall voran. Okay. So, 11.000 brauche ich für diese Region. Dann machen wir weiter. Haben, haben, kaufen, kaufen. Weiter geht's. Nächste Region. Los geht's hier. Wir spielen Pet Simulator 99 als erster durch. Pets equipped. Ja, wir müssen uns direkt mehr Pets equipped holen hier. Kaufen, kaufen, kaufen. So, so sieht das nämlich aus. So sollte das aussehen. Und ich habe noch nicht mal einen Game Pass gekauft. So, was hier? Diamonds? Wir brauchen mehr Diamonds. Das ist super wichtig. Vor allem 200 Diamonds ausgeben, um mehr Diamonds zu bekommen. Das, ich hätte vielleicht nicht direkt auf Pets Equip gehen sollen. Naja, jeder macht mal Fehler. Apropos Fehler, ich muss unbedingt zurück in die erste Region. Teleporti. Puh. Ey, der weiß direkt, wo ich mich hin teleportieren möchte. Perfekt. Dann entsperren wir uns das. Und kaufen uns ein Egg. Ja, 1500 machen wir. Bap, 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 bap. Eichhörnchen. Ja, Mann. Wir brauchen direkt noch eins. Und Eichhörnchen. Okay, das sind alles nur Eichhörnchen. Aber Hauptsache, wir sind jetzt besser. Teleporti? Teleporti, please, da hinten hin. Nee, ich kann mich nicht nach vorne teleportieren. Oder brauche ich dafür einen Game Pass? Leute, wisst ihr das? Du musst Huges entlocken. Entlocken? Achso, weil die sind locked. Ja, aber die können gerne locked bleiben erstmal. Hier, Toggle Locking, ja. Dann kann man sie entlocken. Verstanden. Pink Balloon Cat ist nicht gelockt. Verstehe, verstehe. Bearbeitungsmodus. Dein Team. Dann kann man rüste deine Lieblingstiere im Bearbeitungsmodus aus. Wenn du ausgeschaltet bist, füllen die besten Haustiere automatisch die leeren Slots. Das ist genial, dass man immer automatisch die besten Pets hat. Wenn es dann auch wirklich die besten Pets sind, dann wäre es natürlich super. Wir wissen aber, dass es nicht unbedingt immer die besten Pets sind. So, erstmal die nächste Area freikaufen.
Und dann geht's ab. Und hier hinten sehen wir schon die Classic Obby, die wir im Trailer gesehen haben. Machst du Giveaways? Wenn ich mir Giveaways leisten kann, mache ich Giveaways. Nächstmögliche Beute. Wir holen uns die mögliche Beute, Leute. Wir holen uns jetzt alles, was es gibt. Easy. Kennt ihr mich? Kann ich Shiftlock? Shiftlock gibt's nicht. Okay. Dann legen wir jetzt los. Wir nehmen natürlich den schweren Pfad, weil ich bin ein Profi. Ich bin so ein Oh Gott, ich bin zu früh abgesprungen. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was passiert, wenn ich die Dinger berühre. Das gefällt mir mit dem Ragdoll. Okay, ich gehe doch lieber den leichten Pfad. Ich bin kein Profi. Alles klar. Okay, dann gehen wir einfach hier durch. Easy. So kennt man mich. Profi, Leute. Profi. Bewegen die sich... Ne, man bewegt sich hier nicht mit. Okay. Dann haben wir hier hinten Dancefloor. Darf ich den berühren? Darf ich den nicht berühren? Ich darf hier einfach rübergehen. Und die Belohnung. 25 Sekunden war echt nicht gut, weil ich einfach zwischendurch gestorben bin. Ich habe Ananas bekommen. Yeah. Erhöhen Sie das Glück mit Lucky, was auch immer. Okay. Erstmal packe ich meine ganzen Pets hier hin. Ihr farmt jetzt und wir gucken einmal in aller Ruhe. Wir haben hier unsere Pets. Bearbeitungsmodus mache ich aus. Toggle Grid Mode, dann kann man mehr sehen. Das ist auch gut. Gegenstände. Giggle. Apfel bringen Pet Damage, so wie Victor vermutet hat. Orangen bringen Diamonds. Wisst ihr was? Wir hauen uns jetzt erstmal rein. Diamond Boost hauen wir uns rein. Und Chance auf Drops hauen wir uns auch eine rein. Dann haben wir schon mal ein paar Boosts aktiv. Walkspeed Potion will ich jetzt auch haben am Anfang. Lucky Potion brauchen wir erstmal nicht. Treasure Hunter brauchen wir auch erstmal nicht. Und dann haben wir hier Eier. Das Exclusive Atlantean Egg, das behalten wir erstmal. So, ich habe jetzt sowieso schon ein bisschen automatisch gefarmt. Gems gehen aber gar nicht so schnell voran. Dafür haben wir aber hier Belohnungen. Wir holen uns jetzt einen Walkspeed Potion oder zwei Stück. Bag of Diamonds finde ich sehr gut. Speed 1. Das war Speed 1, ja. Dann haben wir Damage Potion 1. Wir haben das ja alle schon in den Trailern gesehen, dass man diese Bücher dann verzaubern kann für seine Enchantments. Explosive Shop sehen wir natürlich Super Starter Egg. Wollen wir uns das holen? Cat Hoverboard. Wollen wir uns das Super Starter Pack holen? Ich meine, wir sind Super Starter, oder? Wir sind Super Starter. Ich hole mir das mal. Produkt D. Ja. Yeah. Weil jetzt habe ich ein Hoverboard. Sehr gut. Dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs hier. Was? Ach, 60k kostet das? Habe ich doch. Was wollt ihr von mir, hä? So, mit dem Hoverboard kann ich jetzt viel besser durchspeeden. Amazing Deal! Can we tempt you? 800 Robux für so ein Egg? 30.000 Diamonds? Leute, Leute, das ist ein Amazing Deal. Ich muss zuschnappen, Leute. Ich muss zuschnappen. Wenn mir so ein Amazing Deal gemacht wird, der ist exklusiv für mich. Ja, Mann. Geil, da gönne ich mir doch erstmal. So, jetzt geht's doch schon viel schneller voran. Hier, Tränke können wir holen. You cannot afford Tränke. 290 Gems? Kann ich mir doch leisten, oder doch nicht? Ah ne, 37.000. Was ist das hier? Ey, man kann Shiny Relikte einfach so collecten auf der Map. Leute, wir müssen uns umsehen. Es gibt Zeug, das man einfach collecten kann. Move faster, das hole ich mir. Gut. Pets, Leute, farmt mal ein bisschen schneller. Wir brauchen übrigens stärkere Pets. Deswegen teleportiere ich mich jetzt einmal zurück zum Start. Okay, man geht immer zurück zum Start damit. Interessant. Wir entsperren uns erstmal hier die Dinger. Dann haben wir direkt ein besseres Pet. Flup. Vogelscheuchenkatze haben wir. Die verstärkt dann alle meine Huge-Pets, die ich habe. Und das Hoverboard ist komisch. Also das Movement ist anders, aber ich finde es eigentlich cool. Das Hoverboard dreht sich jetzt so ein bisschen mit. Ich finde das Hoverboard eigentlich cool, aber man springt halt ziemlich krass herum. So, ihr farmt jetzt erstmal. Ihr braucht aber trotzdem lange zum Farmen, als ob. Na gut, egal. Wir machen das jetzt einfach. Wir legen jetzt hier los. Ihr farmt ein bisschen was. 150.000, das dauert dann ein wenig. Dann habe ich ja wieder ein bisschen Zeit, während ihr hier farmt. Was sind meine besten Pets? Das sind die Pets, die gerade... Hä? Warum ist... Ja, hallo, ich will das hier immer drin haben. Das hier will ich immer drin haben. Das will ich immer drin haben. Ich will immer meine Huge Pets drin haben. Was denn los? 90% ist strong? Dann nehmen wir das. Hä? Warum waren die schlechten Pets equipped? Was war das denn? Aber jetzt geht's doch wieder ab, ne? Gut, gucken wir nochmal in die Belohnungen rein. Strong Pets 1, gönnen wir uns. Back of Diamonds bringen wir gar nichts mehr, weil ich so viel Robux ausgegeben habe. So, jetzt können wir aber hier auch einmal Tränke gucken. Einkaufen, zwei kaufen. A Random Potion. Gucken wir mal, welchen kriegen wir? Wir kriegen grundlegend. Wir kriegen einen Lucky Potion 1. Okay, das lohnt sich nicht unbedingt immer. Wenn man die Coins dafür hat, vielleicht, aber so nicht. Oh, neues Item, Speed 2. Jetzt müssen wir endlich mal gucken. Wir haben hier einen Chance. Und ich hau mir direkt mein Lightning Enchant rein. Das haben wir schon im Trailer gesehen. Wenn man tappt, dann hat man eine Chance, Lightning Bolts auf andere Drops raufzuhauen. Wir können hier übrigens weitere Enchant Slots kaufen für Robux. Kosten die dann. Da kann man dann weitere Enchants reinpacken. Der erste kostet 400. Der zweite waren, glaube ich, 800. Und der letzte waren 1200. Wir gucken einmal 400. Ja, der ist dann 800. Genau. Muss ich mir ja sowieso irgendwann holen, weil ich bin ein Roblox-YouTuber. Deswegen mache ich das jetzt einfach schon mal. Und der letzte kostet 1200. Habe ich richtig geraten. Beziehungsweise ich habe einfach nachgeguckt, wie viel die Dev-Products kosten. Perfekt. So, und dann haue ich mir die einfach mal rein. Strong Pets brauche ich auch. So, dann sind wir schon mal ein bisschen stärker. Und wenn ich jetzt richtig viel tappe, dann sollte ich eine Chance haben, Lightnings rauszuschießen, die mir einfach mehr Zeugs geben. Und ich kriege einfach noch mehr Belohnung. Das ist sehr satisfying. Ich muss ehrlich zugeben, das gefällt mir. Es ist ein sehr satisfying Spiel. So.
Hier tappen, 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 tappen. Ha, habt ihr es gesehen? Da ging gerade ein Lightning raus. Nochmal tappen, 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 tappen. Please! Dann der hier. Schieß ein Lightning raus. Ein Lightning. Nur ein. Nur einer. Please. Nur einer. Nur einer. Please. Ah, egal. So, was haben wir hier? Was ist das? Hiermit kann ich noch gar nicht interagieren. Okay. Vielleicht kommt da auch noch was. Wer weiß. Wir werden nämlich Speedrun-Profi im Pet Simulator 99. Die Egg Machine. Open for more. Ja, ein Egg mehr. Nochmal ein Egg mehr. Ich bin besessen, Leute. Wisst ihr was? Wisst ihr was? 15 extra Eggs hatchen. Das mache ich. Ich möchte 15 extra Eggs. So, blub. Wir sehen jetzt hier unten, die habe ich alle. Die Egg-Slots hier unten sind alle da. Die waren gelockt, es sei denn, man hat den Game Pass. Das haben wir im Trailer schon angedeutet gesehen. Hier haben wir jetzt 15 Egg-Slots. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen farme, wir müssen natürlich erstmal farmen, bevor ich mir das leisten kann. Ich brauche ein. Oh, die Währung geht höher. Ab 1 Million. Wahrscheinlich ist das hier 1 Million für die Next Area. Verstanden. Was ist das? Damage, Tap Damage, sehr gut. Tap, 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 tap. Ich finde auch schön, dass Tappen jetzt wieder was bringt. In Pet Simulator 1 war das so, ja, es hat gar nichts gebracht. Hier bringt es wieder was, das ist gut. Okay, einfach abbauen. Alter, diese Blitze sind geil. Seht ihr, dass wieder manchmal Blitze rauskommen und alles Schaden nimmt in der Umgebung? Geil. Wie bekommt man Gold? Ja, wie gesagt, einfach Coins sammeln. Dann diese Goldbarren kriegt man zusammen für 1 Million Coins. So, ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt einmal wieder zum Start zurück. Ich habe schon wieder hier meinen Voice-Chat aktiviert. Ich bin ehrlich, ich hätte auch gerne Autofarm. Ich hätte gerne Autofarm. Ich muss mir das jetzt schon kaufen. You're not standing in a breakable zone. Okay, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Kann ich dann ja auch direkt Autotap holen? Weil Autotap bedeutet, ich muss dann nicht mehr klicken. Ich kaufe mir jetzt doch alle Game Pässe. Ich wollte eigentlich das separat machen, aber ich brauche diese Game Pässe. Ich gönne mir das einfach. Ich gönn's mir. Ich bin nämlich ein Gönner, Leute. Ich gönne mir nämlich selbst. So, hier. Hier machen wir Autofarm an. Autotap haben wir an. Und jetzt farmen die automatisch. Achso, der tappt die ganze Zeit. Ich muss nur rüberhavern. Verstanden. Aber wenn ich hier... Okay, das ist wirklich nur ein Autotap auf die Breakables. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Okay, Teleportie. Und meine Pets, die laufen jetzt einfach zurück in die Zone und farben für mich weiter. Aber ich sammle halt nicht automatisch ein. Fürs automatisch Einsammeln brauche ich wahrscheinlich sowas wie Super Magnet. Gibt's das? Haustiere, Autotap, Autofarm, 15 Hatch. Hier gibt's wieder Gems. Exclusive Enchants sind cool. Bundles, Hoverboards, nützliche Premium-Items. Clan-Voucher. Genau, Clans wird's auch geben. Darum werden wir uns in einem separaten Video dann kümmern. Hallo Fabius, willkommen im Stream. Huge Hunter, 15 Haustiere, Ultra Lucky. VIP Lucky Magic X werden wir erstmal nicht brauchen bei VIP. Tons of Benefits and Rewards. Komm, in Pet Simulator 1 hat sich VIP 0 gelohnt. In Pet Simulator 99 gebe ich VIP eine Chance. Mal gucken, ob sich VIP lohnt. Tons of Rewards heißt es. Dann hoffe ich jetzt auch mal auf die tonnenweise Rewards. Wir klicken jetzt auf Entsperren. Haben jetzt das 14. Eck entsperrt. Und wir kaufen uns direkt 20 Stück. Bam, nice. Und ich kaufe mir direkt nochmal... Ah, ich kann mir nicht ganz 20 leisten, aber ich muss 40 hiervon kaufen. 40 muss ich hiervon kaufen, weil dann habe ich hier unten die Dinger voll. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück. Und hier gibt's... Ach, hier ist eine Abkürzung. LOL. Dafür sind die Dinger da. Das sind Abkürzungen. Wie smart ist das denn? Oh mein Gott, Pet Simulator 99 ist das schlauste Spiel aller Zeiten. Dafür gibt's erstmal den Win der Woche. Und nochmal 20 Eggs öffnen. Für diese 20 Eck habe ich einen Drachen bekommen, der ist nett. Und habe natürlich jetzt wieder ein paar Belohnungen freigeschaltet. Ein Tap-Power-Buch ist in Ordnung. Aber vor allem habe ich nicht nur jetzt Bücher und so bekommen und Belohnungen und Rank-Ups und nochmal eine Rank-Up und nochmal eine Belohnung und nochmal beanspruchen 500 Bags of Diamonds, sondern ich sollte mir jetzt auch... Was steht da? Achso, okay. Ich sollte mir jetzt auch einfach ein paar goldene Pets machen können. Und zwar ein goldenes Schnabeltierchen. Flupp. Okay. Gold machen. Kostet mich das gar nichts? Muss ich das einfach nur so machen? Ich klicke rauf. Das kostet nichts. Goldpads machen kostet nichts. Es kostet einfach nur Zeit, die Pads zu erfarmen. Das finde ich super geil. Jetzt ist mein stärkstes Pad einfach eine 334er Firefly. Die ist stärker als ein Drache. Welcher übrigens Grundl ist. Okay, Grundl. Nett. Gut, wir gehen weiter in die nächste Area. Wir müssen nämlich jetzt weiter in die nächsten Areas gehen, weil ich schon wieder überholt wurde von allen. Aber wir gucken jetzt auch erstmal weiter. Autofarm aus, Autofarm an, damit meine Pets hier Autofarmen. So, was das Minenfeld macht. So. Achso, wir müssen den Pfad finden, das ist cool. Nein! Aber das kriegen wir hin. Watch your step. Ich laufe einfach durch, bis ich ins rote Feld komme und dann haben wir das. Wir machen das zusammen, Baust, ich glaube an dich. Du bist der Beste, ich bin der Beste, das wissen wir doch beide. Nach rechts, okay. Schaffst du das? Oh ja, sehr gut. Ah nee, das ist Ray, okay, okay. Traust dich wieder nicht. Ich mach das einfach. Ich mach das einfach. Hier ist nach rechts. Hier ist nach links. Easy, geschafft.
First try, Leute, first try. Daraufhin erstmal den Sassy-Tanz Nummer 2. So, oh, der Sassy-Tanz wurde abgebrochen. Meine Pets haben gar nicht so viel gefarmt. Vielleicht farmen die nicht, wenn man in so einem Ding drin ist. Aber wir haben sowieso mehr als genug für die nächste Area. So, Autofarm wird mir hier jetzt schon angeboten, dass ich mir das holen soll. Gibt's noch was ich mir holen kann? Vielleicht irgendwie noch ein Collectible? Nee. Gut, Autofarm habe ich aus. Dann mache ich Autofarm hier in der Area wieder an. Kaufe mir dann Petspeed. Petspeed ist immer gut, damit die Pets ein bisschen schneller Autofarmen. Hier ist dann wieder, ist das wieder eine Abkürzung? Wahrscheinlich ist das wieder eine Abkürzung. Und dann geht's einfach weiter. Trade? Ja klar, traden. Hier, du bekommst von mir ein Ugly Duckling. Bitte sehr. Traust du dich? Ich krieg von dir ein Schwein. Okay, komm, das ist es. Türkei? Türkei, oh mein Gott, ich krieg die Türkei getradet. Nice. Guter Trade. So, gehen wir auf Kaufen und weiter in die nächste Area. Das machen wir. Okay, verstanden. Für Gems kann man seine Potions upgraden, dann haben die einen stärkeren Effekt und mehr Dauer. Außerdem kann man hier den nächsten Collectible finden. Pet Level Up. Übrigens, wenn ihr eure Pets benutzt, das solltet ihr übrigens auch wissen. Erstmal Autofarm anmachen. Wenn eure Pets arbeiten für euch, dann leveln sie up. Mein Huge Evolved Hellrock ist jetzt schon Stufe 3 und macht dementsprechend 7,1 mehr Schaden, als er ohnehin schon mehr macht als mein stärkstes Pet. Das ist super gut. Deswegen lohnt es sich, wirklich in seinem Team seine wichtigsten Pets immer drin zu haben. Deswegen brauche ich mehr Huge Pets, Leute. Schickt mir Huge Pets, wenn ihr noch welche habt. Wir gucken einmal hier hinten rein. Was ist das? Das ist wieder eine Abkürzung. Ja, das ist eine Abkürzung. Okay, verstanden. So, hier wieder meinen Auto-Tab anmachen. Und damit kann ich jetzt hier noch schneller abbauen. Es gibt eine Daycare. Da kann ich dann ein Pet reinpacken. Was bringt mir das dann? Wenn ich jetzt hier in die Daycare ein paar Pfauen reinpacke, dann kann ich Bags of Coins 33.000, das ist gar nicht so viel. Wenn ich hier jedoch einfach die hier reinpacke, plus den und den, dann kriege ich 200 Millionen Gems. Ja, mach mal, einfach reinpacken. Das Beste, was ich reinpacken kann, reinpacken. Dann gibt es 10 extra Slots, kaufe ich mir erstmal noch nicht. Und dann fahren wir noch ein bisschen. Und dann wird es auch schon Zeit für meine erste Wiedergeburt. Flup, flup, so sieht eine Wiedergeburt aus. Meine Äpfel sind vorbei, Anton. Jahuhu, jahuhu. Ich habe keine Äpfel mehr. So, das war meine Wiedergeburt und jetzt wurde ich wiedergeboren. Ich habe jetzt Teleportieren, 75% Pet Strength, Castle Key. Ich habe einen Castle Key. Unlocks the door, big castle, bla bla bla. Basic Coin Jar und 10.000 Gems. Das hat sich gelohnt. Ein Giant Coin Jar habe ich bekommen. Komet, den ich einfach spawnen kann. TNT, blow up some coins. Also hattest du recht, man kann Coins upgraden, blowen damit. Und auch nochmal das Ding. Okay, ein Rebirth hat auf jeden Fall was gebracht. Aber ich muss jetzt halt die Areas neu freischalten. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja direkt meine Pets einfach mal hier mit Auto farmen lassen und mich nochmal umsehen, was es hier gibt. Petbox, hier bekommt man seine Pets her, die man über das Transferieren aus Pets Simulator X. Dann haben wir hinten eine VIP-Area, wo man offenbar Gems farmen kann. Wie viel kann... Oh, man kann hier sogar relativ gut Gems farmen. Hast du? Echt? Meinst du? Ja, ich habe jetzt 200 Gems bekommen in den Sekunden, seitdem ich sagte, gut Gems farmen. Also ja, doch, ich krieg auf jeden Fall Gems. Also am Anfang lohnt es sich, aber mal gucken, ob der VIP-Game Pass wieder so verkommt, wie er es in den anderen Pets im Lauter-Teilen tat. Nee, ich glaube nicht, weil du kriegst ja noch mehr als nur Gems. Du kriegst ja noch die ganzen Items. Ja, mal gucken. So, Social Rewards wieder in 5 Stunden. Mailbox kommt bald. Dann können wir hier den Index sehen. Ich habe 45 Haustiere von 549. Ich habe 16 von 58 Enchants, 3 von 15 Hoverboards und 1 von 18 Booths. Kann man dann einfach seinen Fortschritt sehen? Warte, man kriegt aber safe nichts dafür, ne? Nee, ich glaube nicht. Golden Haustiere, Rainbow Pets, Shiny Pets. Nee, man kriegt, glaube ich, nichts. Es ist einfach nur, um zu sehen, wie viel man hat. Ist aber auch in Ordnung, finde ich. Übrigens, hier hinten ist der erste Collectible. So. Alter, das Lightning-Ding, das lohnt sich so sehr, wenn man in den schlechten Areas ist. Aber weißt du, was ich jetzt mache, Victor? Was? Ich löse jetzt erstmal ein Free Reward ein. Sammle alle Lootbags ein davon. Und dann gehen wir einfach mal in Castle-Dings rein mit dem Castle-Key. Nee. Oh mein Gott, hier ist einfach König Cat. Ich liebe König Cat. Sag hallo, König Cat. Ja gut, dann eben nicht. Gut, hier gibt's den Huge-Atron. Hier kann man dann Pets huge machen. Kennt man aus Pet Simulator X. Die Voting Booth. Coming soon, was man voten kann. Vielleicht für Updates, keine Ahnung, wer weiß. Das wäre aber komisch. Crystal Chest requires Key. Okay, ein Key habe ich, glaube ich, nicht. Da kann man Zeugs rausbekommen. Das Spinny Reel, ein Free Ticket is available. Dann hole ich mir mal eins mit einem Free Ticket. Und die nächsten werden 500.000 Robux kosten. Jetzt habe ich hier erstmal Crystals 2.
Das 3%ige Chance, dein Pet inflicts a critical hit, ist in Ordnung. Ach so, Criticals, nicht Crystals. Und man kann dann natürlich in den Trading Plaza gehen, den wir uns aber auch mal anders angucken können. Und bis zum zweiten Rebirth war es im Grunde genau das gleiche Gefarme, nur dass man halt bis Area 50 farmen musste. Naja, und das war die Reise bis zu meinem zweiten Rebirth. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich dann schon ungefähr, worum es in dem Spiel geht und kann euch ein ordentliches Bild davon geben, welche Gamepässe sich so alle lohnen. Und auf die ganzen Gamepässe und welchen man sich davon holen sollte, gehen wir jetzt ein. Aber ich habe mir ja schon einige Gamepässe gekauft, wie ihr wisst. Zuallererst natürlich die VIP-Rewards hier claimen, weil das ist der erste Gamepass, über den wir reden werden, der VIP-Gamepass. In Pet Simulator X hat sich der VIP-Gamepass überhaupt nicht gelohnt. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die meinen, ein bisschen hat er sich vielleicht gelohnt. Nein, eigentlich nicht wirklich. Man hat ein paar Gems bekommen, die waren lächerlich wegen der Inflation der Gems. Hat es sich überhaupt nicht gelohnt, den VIP-Gamepass zu holen. Ich persönlich hatte auf meinem Hauptaccount noch nie den VIP-Gamepass und gemerkt habe ich es nicht, dass ich ihn nicht hatte. In diesem Spiel hier aber, in Pet Simulator 99, ist das eine ganz andere Geschichte. Der VIP-Gamepass gibt einem Zugriff auf diese VIP-Area hier, die in Pet Simulator X wack war. Aber hier stehe ich einfach hier und farme Gems und farme Gems und farme Gems. Ich muss ja nicht mal was dafür machen. Meine Pets müssen ja einfach nur mit mir hier in der Area sein. Und ich farme automatisch Gems. Und gar nicht mal so wenig. Jetzt habe ich 217 Gems zusammenbekommen in der kurzen Zeit und ich habe nichts drin. Ich habe keine Boosts drin, ich habe keine Enchantments drin, die mir mehr Diamonds bringen. Ich habe keine Items aktiv, gar nichts. Trotzdem habe ich jetzt 340 Gems zusammenbekommen in den paar Sekunden, die ich jetzt diese Sätze hier gesagt habe. Und alleine deswegen sage ich schon, VIP Game Pass lohnt sich. Das Weitere ist es natürlich hier die VIP-Rewards, die kann man sich alle 6 Stunden abholen. Auch sehr cool, weil Reward-Kisten kann man nicht genug haben. In diesem Spiel lohnen sich Rewards. Das ist so schön gemacht, in Pet Simulator 99 lohnen sich alle Rewards. Weil egal was man für Rewards bekommt, es sind immer irgendwelche Items drin. Selbst wenn das schlechte Items sind, kann man sie am Ende verbessern, damit es bessere Items sind. Aus so ein paar Damage 1 Potions kann man dann Damage 2 Potions machen, aus denen man Damage 3 Potions machen kann, aus denen man Damage 4 Potions machen kann, aus denen man Damage 5 Potions machen kann. Die 35 Minuten lang 75% mehr Damage machen. Das lohnt sich richtig, selbst kleine Sachen als Belohnung zu bekommen. Hier auf der Webseite können wir mal in den Shop gehen und sehen da den VIP Game Pass für 400 Robux geowned. Und ich sage euch, dieser Game Pass lohnt sich auf jeden Fall. Der ist ein absolutes Must-Have in Pet Simulator 99. Es kann natürlich sein, dass mit Updates der Game Pass nicht mehr so wertvoll wird. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das länger dauern wird, als es bei Pet Simulator X gedauert hat auf jeden Fall. Jetzt am Anfang lohnt sich der VIP Game Pass so sehr. Ich habe 317.000 Gems und die hätte ich jetzt nicht, wenn ich nicht für ein paar Stunden gerade eben in der VIP-Area gefarmt hätte. Und das sind ja nur so wenig Gems, weil ich mir die ganze Zeit Pet-Slots kaufe und weil ich Gems in meinen Clan reinpacke, der jetzt schon Level 3 ist. Ich meine hier diese Free Diamonds, 300 Diamonds schmecken auch, aber 300 Diamonds jede halbe Stunde, die 300 Diamonds macht man auch einfach mal in einer Minute in der VIP-Area. Kommen wir zu den nächsten Gamepässen und zwar Autofarm und Autotap. Autofarm und Autotap sind zwei Gamepässe, die sind für Quality of Life da. Für Leute, die dieses Spiel viel spielen, die vielleicht auch ein bisschen AFK farmen wollen, die einfach nicht die Lust haben, die ganze Zeit aktiv zu farmen, sind das nette, kleine Features, einfach nur für ein bisschen mehr Quality of Life. Mit Autofarm kann ich mich in irgendeins dieser Felder stellen, Autofarm anklicken, dann ist es grün und dann ist der Bereich gelb umrandet. Das bedeutet, meine Pets bleiben in dem Bereich und hören nicht auf, dort zu farmen, egal wo ich bin. Außer, das ist leider so, man geht in zum Beispiel diese Obby da hinten rein oder irgendeine andere Welt, dann hören die Pets leider auf zu farmen und die ganzen Drops, die hier sind, sind auch weg. Autofarm ist aber auch nicht Auto-Collect, das heißt, ihr müsst immer noch hierhin zurückkommen und den Spaß einsammeln, den die Pets erfarmt haben. Da Autofarm nur 175 Robux kostet, sage ich, wer die Robux übrig hat, kann sie gerne ausgeben, ist ein cooler Game Pass, aber kein Must-Have. Wer es haben möchte, kann es sich gönnen, wer es nicht haben möchte, braucht es nicht. Dann kommen wir zu Autotap und Autotap bin ich gespaltener Meinung. 350 Robux für einen Autoklicker sind ziemlich viel. Ihr könnt theoretisch auch einfach einen Autoklicker installieren und den dann laufen lassen. Ich habe jetzt Autotap an, drücke nicht auf meiner Maus und wenn ich über etwas rüber habe, tappt er. Das ist Autotap. Man kann in Pet Simulator 99 Drops einfach so abbauen mit der Maus, indem man raufklickt. Aber ich brauche nicht klicken, ich mache mal Autotap aus, blub. Jetzt habe ich rüber, nichts passiert und wenn ich klicke, klick, 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 ist es abgebaut. Kann man so machen. Autotap ist für die faulen Leute unter uns, wenn man selber nicht klicken möchte, ist nicht wirklich ein Must-Have. Es ist aber auch wieder ein nettes Wohlfühl-Feature für Leute, die keinen Autoklicker installieren wollen, für Leute, die nicht die ganze Zeit auf der Maus rumspammen wollen und Leute, die schnell farmen wollen, weil wenn
Auto-Tap an ist die ganze Zeit, dann farmt man natürlich schneller. Dementsprechend, wer die Robux übrig hat und ein bisschen verschwenderisch drauf ist, kann sich gerne auch den Auto-Tap Game Pass holen. Aber meine Empfehlung wäre es nicht. Die nächsten zwei Game Pässe, die ich besprechen möchte, sind plus 15x und plus 15 Pets. Plus 15 Pets kostet 375 Robux, plus 15x kostet 625 Robux. Und das hat auch einen Grund, weil plus 15 Pets ist gar nicht so super viel, weil Pets equipped sind ja theoretisch hier bis zu 99 möglich. Aber die letzten 15 Slots, bis man die 99 hat, die sind für den Game Pass reserviert. Das heißt, Free-to-Play kriegt man nicht 99 Pets equipped, sondern nur 74 Pets equipped. Ist es so schlimm? Ich denke nicht. Ich habe hier diese ganzen Slots auch nicht aufgefüllt, weil es halt super teuer ist, irgendwann diese Pets equipped Slots zu kaufen mit Gems. Und ich möchte auch ein paar Gems in den Clan stecken. Ich habe 54 Pets equipped mit dem Game Pass aktuell. Weil ich ihn mir gekauft habe im Stream, am Anfang gab er mir natürlich einen Boost nach vorne, weil ich mehr Pets equipped hatte, konnte ich direkt schneller farmen. Aber langfristig ist es nicht so ein wichtiger Game Pass. Für 375 Robux ist es aber noch relativ preiswert im Vergleich zu Pet Simulator Preisen natürlich. Dementsprechend würde ich ihn in dem Mittelfeld platzieren. Man kriegt halt schneller ein paar mehr Pets equipped. Wer es braucht, um schneller zu farmen, kann es gerne machen. Wer es nicht braucht, braucht es nicht. Aber dann kommen wir zu X. Ich hole mir natürlich vorher die Tränke in der Maschine. Nie vergessen, die Tränke abzuholen. Kostet fast nichts und man kann sie immer upgraden. Lohnt sich mega. In der Eggmaschine ist es genauso. Man kann bis zu 99 Eggs auf einmal hatchen. Die letzten 15 Eggs sind aber für den Game Pass reserviert. Den Game Pass habe ich gekauft. Das heißt, 15 Eggs kann ich sowieso hatchen. Hier unten könnte ich theoretisch noch mehr machen. Komm, die paar gebe ich auch aus. Die paar Gems ist in Ordnung. Guck mal, hier ist sogar plus 2 Egg. Plus 2 Egg interessanterweise. Solange es nur plus 2 ist, mache ich das. Hier sogar plus Dreieck, machen wir. Und dann kostet es nur noch 26.000. Jetzt habe ich eine Menge Gems ausgegeben, aber ich habe es gemacht, weil früher oder später möchte ich das. Wenn ihr im Late Game seid, dann lohnt sich auf jeden Fall das X-Hatchen-Ding. Dementsprechend kostet das Ding auch viel mehr Robux. Es kostet 625 Robux, wo ich das hier gerade aufnehme. Und sorgt natürlich dafür, dass wenn ihr hier an einem X seid, dass ihr mehr X auf einmal öffnen könnt. Ich kann jetzt 49 X auf einmal öffnen mit einem einzigen Hatch. Und damit hatcht man natürlich super viel schneller Pets. Das ist ein Game Pass, der lohnt sich vor allem für Leute, die im Late Game sind. Leute, die ihre Pets-Teams optimieren wollen, die besten Pets haben wollen und die seltensten Pets haben wollen. Da lohnt es sich natürlich, viele Eggs auf einmal zu hatchen, weil je mehr man auf einmal hatchen kann, desto höher sind die Chancen, dass da dann auch in kürzerer Zeit gute Pets dabei sind. Dementsprechend eigentlich ein sehr, sehr nützlicher Game Pass, aber man sollte es abwägen, weil man kann ja Free-to-Play immer noch 75 Eggs gleichzeitig hatchen. Ich habe den Game Pass jetzt und kann 49 gleichzeitig hatchen. Es ist ein Game Pass, der sich im Late-Game lohnt, wenn man dann halt auch wirklich die Robux übrig hat. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr den Game Pass kaufen wollt, dann kauft den lieber erstmal nicht. Geht mit den Free-Hatches. Und wenn ihr später dann im Late Game seid und merkt, boah, ich will mehr hatchen, ich will wirklich mehr hatchen und dann die Robux übrig habt, dann kauft ihn euch. Vorher würde ich plus 15x nicht empfehlen. Das plus 15 Pets Ding empfehle ich an sich auch nicht, wenn ihr nicht das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Pets, ihr habt zu wenig Stärke. Die nächsten Game Pässe wären Lucky, Ultra Lucky und Magic X. Ich gehe erstmal auf Lucky und Ultra Lucky ein, denn das sind beides auch wieder Late Game Game Pässe. Late Game Game Pässe, weil wenn ihr das Spiel, soweit es geht, halt durchgespielt habt, ganz viele Coins habt, dann wollt ihr natürlich, wie gesagt, hier stehen und nicht immer nur diese blöden Ninja Turtles hatchen, sondern auch mal hier diese Cyborg Dominusse hatchen. Cyborg Dominus zu hatchen ist gar nicht mal so leicht. Ihr seht, ich habe auch noch keinen gehatcht. Ich habe zwar einen in Rainbow, aber der wurde erfused und nicht gehatcht. Mit den Lucky und den Ultra Lucky Game Pass habt ihr höhere Chancen, die zu hatchen. Es ist aber trotzdem nicht garantiert. Ihr solltet natürlich, wenn ihr auf Luck gehen wollt, natürlich auch immer beim Hatchen eure Tränke reinhauen, die euch mehr Luck geben. Dann vielleicht noch Items reinhauen, die euch mehr Luck geben. Und eure Enchants reinhauen, die euch mehr Luck geben beim Hatchen. Nur so optimiert ihr wirklich eure Chancen, gute Pets zu bekommen. Und wenn ihr dann immer noch das Gefühl habt, ihr hatcht nicht genug, dann könnt ihr euch Lucky und Ultra Lucky kaufen. Erfahrungsgemäß macht Lucky gar nicht so einen großen Unterschied, aber es gehört halt dazu, es deckt sich mit Ultra Lucky. Das heißt, Ultra Lucky alleine bringt nicht so viel wie Ultra Lucky und Lucky zusammen. Wenn ihr dann nochmal mega optimieren wollt und super viele Robux übrig habt, dann könnt ihr noch auf Magic X gehen. Weil Magic X steht hier, gibt einem eine Bonuschance, dass aus einem Ei goldene und Rainbow Pets herauskommen. Das heißt, ihr habt auch so eine Chance, dass goldene und Rainbow Pets herauskommen, aber die Chance wird nochmal erhöht. In Pet Simulator X war das ein Game Pass, der sich richtig gelohnt hat. In Pet Simulator 99 denke ich sogar, wird er sich noch mehr lohnen, weil man so viel auf einmal hatchen kann. Es ist aber halt ein teurer Game Pass, der sich im Late Game lohnt für Hardcore-Spieler, die halt sehr, 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 sehr viel hatchen. Wenn ihr nicht sehr viel hatcht, wenn ihr nicht sehr viel grindet in dem Spiel, lohnen sich Lucky, Ultra Lucky, Magic X nicht. Wenn ihr aber solche Spieler seid, dann lohnt es sich.
Und dann lohnt sich natürlich auch der letzte Game Pass, der sich übrigens erst dann lohnt, wenn ihr den zweiten Rebirth habt. Und zwar den Huge Hunter Game Pass für 3250 Robux. Das ist ein Vermögen, sage ich euch. Ein Vermögen ist das. 3250 Robux sind nicht wenig. Wenn man sich Robux dafür kaufen möchte, kostet das ungefähr 30 Euro. Je nachdem, welchen Tarif man nimmt, mal mehr, mal weniger. Und ich empfehle euch, nicht diesen Game Pass zu holen, wenn ihr nicht wirklich hobbylos seid und den ganzen Tag Pet Simulator spielt und den ganzen Tag hatcht. Weil die Chance, Huge Pets zu hatchen, wird super gering sein. Und nur weil ihr so einen Huge Hunter Game Pass habt, heißt das nicht, dass ihr Huges zieht. Habt ihr bisher mitbekommen, dass Leute Huges gezogen haben? Ich noch nicht, aber ich war natürlich auch bisher immer nur in Private-Servern unterwegs. Crafter ist ja auch gerade mit seiner Huge-Armee, aber er ist halt Crafter. Crafter hat die Robux. Wenn ihr super viele Robux und super viel Zeit und super viel Langeweile habt, dann könnt ihr euch gerne den Huge Hunter Game Pass holen. Ansonsten würde ich sagen, nein. Ich persönlich bin ein Roblox-YouTuber und ich muss jetzt super viel Zeit und Langeweile in dieses Spiel stecken. Dementsprechend kaufe ich mir den Huge Hunter Game Pass, um meine Chancen auf Huges zu erhöhen. Yeah! Des Weiteren gehe ich natürlich hier unten in den Shop und hole mir dann auch noch den Lucky Game Pass. Weil ich bin jetzt im Late Game angekommen. Ich komme jetzt an die Stelle, wo es anfängt, sich zu lohnen, solche Game Pässe zu holen. Yeah! Ich hole mir den Magic X Game Pass für 1200 Robux. Ich werde pleite, Leute. Ich werde pleite. Ich hatte 21.000 Robux, bevor Pet Simulator 99 released ist. Und ich gehe jetzt unter die 8.000, sehe ich gerade. Ultra Lucky kaufe ich mir. Und der letzte Game Pass, den ich mir hole, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er sich lohnt und es deswegen ausprobieren muss, ist hier am Strand. Ebene 20 war das, glaube ich, oder? Flupp, genau. Strand 20 Daycare. 625 Robux für 10 extra Daycare-Slots. Aktuell habe ich hier Pets enrolled in der Daycare, die mir ein paar tausend Gems und ein paar tausend Platinum-Bars geben. Wenn ich 10 extra Slots habe, kann ich natürlich doppelt so viele Belohnungen aus der Daycare rausholen. Das heißt, ich kann hier wieder auf Enroll gehen und dann sagen wir, packe ich einfach mal 10 weitere Ninja Turtles rein, die mir nochmal 1000 Platinum Bars geben, 3000 Bags of Coins und dann noch diese ganzen anderen Belohnungen hier. Ein Spinny Wheel Ticket, selten, wäre aber cool, wenn ich das bekomme, das wäre echt cool. Und natürlich kann man auch Belohnungen bekommen, wie Tap Teamwork, wie Happy Pets, wie Blast. Ich persönlich habe sogar schon mal Blast bekommen, zwar nicht aus der Daycare, aber aus einem dieser Automaten, die hier am Rand stehen, das ist super cool. Ihr solltet auch auf jeden Fall hier immer Kaufmann alles kaufen, was ihr kaufen könnt, um den hoch zu leveln, weil da sind teilweise richtig seltene Sachen dabei. Wenn ihr es euch leisten könnt, holt euch alles, was ihr euch holen könnt, es lohnt sich. Hier Free Enchants immer claimen und Free Items natürlich auch. Da ist einfach mal ein Giant Coin Jar drin. Ich für meinen Teil besitze jetzt alle Game Pässe in Pet Simulator X, habe dementsprechend halt auch super viele Robux ausgegeben. Ihr seht hier oben 8075 Robux für alle Game Pässe. Aber ich habe ja nicht nur Game Pässe ausgegeben, ich habe mir Dev Products noch und nöcher gekauft. Einfach nur, um das Spiel schnell durchzuspielen und um zu testen, ob es sich lohnt. Für den Daycare Game Pass würde ich erstmal sagen, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Aber das kann sich noch ändern mit den kommenden Updates. Weil mit kommenden Updates verändert sich das Balancing. Und es kann sein, dass die Daycare sich irgendwann dann tatsächlich lohnt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr mir zustimmt, wo ihr mir nicht zustimmt. Welcher Game Pass sich für euch am meisten lohnt. Oder ob ihr der Meinung seid, Game Pass holt ihr euch gar nicht. Free-to-Play ist viel besser. Und Preston kriegt sowieso schon genug Geld, weil das stimmt halt auch. Jetzt, wo ihr wisst, dass ich sehr für den VIP-Game Pass schwärme, sollte ich euch vielleicht sagen, dass es nicht nur den VIP-Game Pass gibt, mit dem man gut Gems farmen kann. Man kann natürlich auch in der besten Area, in der man ist, Gems farmen. Ihr seht, hier kommen bei mir auch einige Gems zusammen, aber bei weitem nicht so viel. Ich habe ganz viel ausprobiert. Ich habe mit ganz vielen verschiedenen Büchern ausprobiert, sogar mit dem Lucky Block Buch, welches dann noch teurer ist als der VIP-Game Pass. Aber selbst mit diesem Buch kann man nicht schneller farmen als in der VIP-Area. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Man farmt nicht schneller als in der VIP-Area. Aber man kommt an die Sache schon sehr nah ran, indem man hier ganz normal farmt. Wenn man sich alle möglichen Boosts reinhaut, ist das auch eine gute Möglichkeit, um Gems zu farmen. Aber wo wir beim Gems-Farmen sind, kann ich euch ja noch die anderen Möglichkeiten zeigen. VIP besitze ich bereits. Dann gehen wir einmal kurz auf die Webseite, um uns das anzuschauen. Der VIP-Game Pass kostet 400 Robux. Das ist schon eine Menge und ich weiß, dass nicht jeder 400 Robux hat, aber in Pet Simulator 99 ist der VIP Game Pass der einzige Game Pass, von dem ich der Meinung bin, der ist ein Must-Have, wenn man in dem Spiel gut vorankommen möchte, weil man damit so gut Diamanten bekommt. Ohne den VIP Game Pass hat man nur die Möglichkeit, Gems zu bekommen, indem man hier immer die Free Diamonds abholt. Natürlich, indem man ganz normal farmt. Wenn man farmt, kommen auch so ein paar Diamond Piles, aber ihr seht, da kamen gerade 10 raus. Und overall ist das einfach kein Vergleich zu der VIP Area, mit der man so viele Gems farmen kann. Dementsprechend
sprechen, ist der VIP Game Pass einfach ein Muss. Dann kann man natürlich immer hier diese Obbys machen. Ihr seht, 250 bis 1000 Diamonds kann man bekommen. Oh, hier steht schon 402. Aber es können 250 bis 1000 Diamonds sein, die man bekommt, wenn man hier diese Obbys macht. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, um ohne VIP Game Pass hier ein paar Gems zu bekommen. Und alle Methoden, die ich jetzt zeige, kann man mit den Sachen, die ich gleich noch erwähne, noch ein bisschen boosten. Aber wir machen das jetzt erstmal hier ganz schnell durch. Und dieses Mal werde ich nicht cutten, damit ihr seht, dass ich das hier First Try schaffe. Beim letzten Video habe ich einfach einen Cut gesetzt und alle so, du hast gecuttet, das war nicht real. So, jetzt habe ich nicht gecuttet. Da habt ihr's. Ha! First Try. Husten. Natürlich kann man sich auch immer hier diese Tränke holen. Das sind zwar keine Gems, aber manchmal sind ein paar seltene Tränke dabei. Und wenn ihr es wirklich nötig habt, könnt ihr auch seltene Tränke, seltene Verzauberungen und so über den Trading Plaza verkaufen. Das ist eine Möglichkeit, um Gems zu verdienen. Deswegen, diese Sachen hier lohnen sich immer, die abzuholen. Egal wie weit ihr in dem Spiel seid, holt euch alles, was ihr euch hier holen könnt. Immer die Diamond Piles abbauen, ist klar, aber so viel kommt da nicht raus. Das waren jetzt 13 Gems von diesem Pile. Und während ich hier durchlaufe, kann ich ja schon mal sagen, wie man alle Methoden, mit denen man Gems farmen kann, nochmal boosten kann. Und zwar natürlich mit Enchants. Man kann einen Diamonds 4 oder Diamonds 5 am besten Enchant reinpacken. Ich habe leider gerade nur Diamonds 4. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man da noch ein paar weitere Bücher reinpackt, dass sich das nicht amplifiert. Deswegen habe ich verschiedene Bücher immer gleichzeitig drin. Es kann natürlich sein, dass sie sich doch stacken, aber ich glaube nicht, dass sie sich stacken. Da müssten wir einfach mal Preston fragen. Auf den Büchern steht nicht, dass es stackt. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel hier bei den Früchten, steht, die stacken. Deswegen mal gucken. Aber gehen wir wieder rüber zu den Früchten. Die Orangen sollte man immer 20 Stück auf einmal drin haben, weil, wie gesagt, der Effekt stackt. Wenn ihr 20 Orangen gleichzeitig drin habt, jede Orange läuft 5 Minuten lang, dann habt ihr noch 19 und so weiter, das zählt runter, kriegt ihr 1% mehr Diamonds durch alle möglichen Methoden, über die man Diamonds bekommt. Und natürlich Tränke, am besten immer den besten Diamond Potion, den ihr habt, reinhauen. Ich habe davon gerade nur einen, dementsprechend haue ich mir einen schlechteren rein, weil ich gerade ja nicht am Hardcore-Farmen bin. Ich kann ja auch einmal gucken, kann ich inzwischen ein Diamond-Buch? Ne, kann ich noch nicht, aber ich mache mir einfach noch mal ein paar bessere Diamond-Bücher. So, dann machen wir uns hier noch ein Diamond-4-Buch. Perfekt. So, dann noch ein Diamond-2-Buch. Aber für das Diamond-5-Buch fehlt mir einfach noch ein bisschen was. Schade. Aber bald werde ich eins haben. Und um darauf hinzuarbeiten, gehe ich natürlich immer hier lang. Guck beim Kaufmann, hast du für mich Diamond-Bücher, hast du nicht. Aber ich kaufe trotzdem vom Kaufmann immer eigentlich alles. Das kostet euch natürlich Gems. Und wenn ihr Gems farmen wollt, dann solltet ihr euch nichts von den Merchants kaufen. Weil da gehen einem die Gems schon sehr schnell aus. Aber ich will ihn halt auf den höchsten Rang bekommen, weil ich habe heute von den Merchants einfach 3 Blastbücher bekommen, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde. Hier, Free Items, auch super geil. Jetzt habe ich eine untere Schlüsselhälfte bekommen. Ich brauche mal wieder eine obere. Manchmal kriegt man da richtig gute Sachen aus der Free Items Truhe. Die sollte man sich immer dann abholen, wenn man kann. So, Früchte immer gönnen, weil da sind auch Orangen dabei. Potions, bitte ein Gem Potion, ein Diamond Potion. Nee, leider kein Diamond Potion. Müssen wir mit leben. Oh ja, Rainbow Früchte sind gut. Aber wie gesagt, hier am besten nichts kaufen, wenn ihr Diamonds farmen wollt. Weil das kostet euch schon einige Gems. Ich habe jetzt nur noch 24.000 nach meinem Rundgang. Dementsprechend das Gegenteil von dem, was ich in dem Video heute machen möchte. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich euch gleich zeige, wie man nochmal viel schneller Diamonds farmt. Jetzt erstmal die Methode, wie man es ohne den VIP Game Pass macht. Und das ist halt wirklich der Rundgang, den man hinter sich bringen muss. Flupp. Gönnen wir uns das hier auch noch einmal. So, und wenn ihr dann gut auf Diamonds gehen wollt, ist natürlich auch eine Methode, einfach in der besten Area zu farmen. Je mehr ihr farmt, desto mehr Gem-Sachen spawnen hier, wie zum Beispiel das Diamond Breakable. Und je höher der Bereich ist, desto mehr Diamonds bekommt man. Ich habe jetzt 426 Diamonds hier rausbekommen. Jetzt wieder ein Diamond, nochmal 2 Diamonds bekommen. Und immer wenn Diamond Breakable kommt, dann kriegt man halt Diamonds dazu. Es ist nicht viel, aber ihr seht, ich habe jetzt wieder 25.000, eben waren es noch 24.000 Gems. Also es ist möglich, ohne den VIP Game Pass auch Gems zu bekommen. Aber ehrlich gesagt, ist es nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was mit dem VIP Game Pass möglich ist. Ohne VIP Game Pass habt ihr, wie gesagt, nur die Möglichkeit, hier zu farmen, nebenbei immer die ganzen Missionen zu machen, die am Rand sind, um damit Gems zu bekommen. Und die letzte Sache ist natürlich, wenn ihr seltene Items habt, dann geht ihr auf den Teleporter, teleportiert euch zum Schloss. Man braucht natürlich den ersten Rebirth, aber wenn ihr den ersten Rebirth noch nicht habt, frage ich euch, warum ihr überhaupt auf Diamonds gehen wollt. Und dann gehen wir in den Trading Plaza. Und natürlich, beim Trading Plaza kriegt man auch Diamonds. Wenn ihr Gems bekommen wollt, dann verkauft die Sachen, die ihr habt. Ich claim mir immer gerne Booths, die unten sind. Leider sind jetzt schon alle besetzt, dementsprechend muss ich leider eine Booth hier hinten nehmen. So, die claim ich mir. Und ihr könnt einfach gucken, was verkaufen die anderen und für wie viel. Und ihr könnt dieselben Sachen einfach für weniger, 149.000, wird niemand kaufen,
für weniger reinsetzen. Zum Beispiel hat jemand dieses Blastbuch reingesetzt und da ich jetzt 3 Blastbücher einfach von einem Merchant bekommen habe, werde ich auch jetzt diese 3 Blastbücher verkaufen. Aber passt mal auf, ich werde eins für 59.000 reinsetzen. Das nächste setze ich auch für 59.000 rein. So, und das letzte, das stelle ich dann mit einem in Anführungszeichen Rabatt rein für in Anführungszeichen nur 29.000. Dann werden sich die Leute denken, boah, das ist ein Schnäppchen, das kostet nur 29.000. Das kaufe ich mir dann, weil die anderen ja 59.000 kosten. Abgesehen davon haben wir hinten einen 9 dran, das wirkt dann günstiger als 30.000 oder als 60.000 und die Leute werden dann nochmal eher kaufen. Das sind so Verkaufsmethoden. Ihr müsst natürlich immer gucken, zu welchen Preisen sind die Leute wirklich bereit, Gems auszugeben. Wenn ihr zu hohe Preise reinstellt, dann wird keiner von euch kaufen. Wenn ihr zu niedrige Preise reinstellt, dann werden die Leute von euch Sachen kaufen, wenn überhaupt der Bedarf für diese Sachen da ist. Aber die Sache ist, ihr werdet halt nicht so viel verdienen. Hier zum Beispiel hat jemand, 1000 Ninja Turtles für 10.000 reingesetzt. Das ist ja schon fast ein Schnäppchen. Aber ich bin nicht interessiert. Immer hier verkauft jemand gerade fleißig. 1,1 Million für einen Huge Gargoyle Dragon? Da würde ich auch zuschnappen, aber ich habe gerade die Gems nicht parat. Die müsste ich dann gleich nochmal zusammenfarmen. Ich würde mich jetzt eigentlich mit der Huge Pad vor die Booth stellen und ein bisschen warten, wenn ihr keine Huge Pads habt, um Leute anzuziehen. Dann verbringt eure Zeit, wenn ihr dann den VIP Game Pass habt, auch in der VIP Area und farmt hier ein bisschen. So kriegt man nämlich auch ein bisschen was rein, weil in der VIP-Area-Farm ist die Methode, mit der man wirklich Gems verdient. Also kommen wir jetzt endlich zu dem VIP-Game Pass. Wenn ihr euch den VIP-Game Pass gekauft habt, ist alles, was ihr machen müsst, euch hier in diese VIP-Area zu stellen. Natürlich nicht auf dem Trading Plaza, da stehen auch andere Leute, am besten auf dem Privatserver, wenn ihr keinen habt. Pech gehabt. Aber trotzdem, Trading Plaza ist die Chance sehr hoch, dass hier mehrere Leute farmen und die werden euch einfach eure Drops wegklauen. Aber ihr seht, ich krieg die ganze Zeit Gems dazu. Jetzt habe ich, während ich den Satz gesagt habe, schon wieder 100 Gems dazu bekommen. Jetzt laufe ich hier noch einmal raus, laufe wieder rein, damit sich das Ding zurücksetzt. Und, es setzt sich gar nicht zurück, es geht weiter. Okay, jetzt habe ich schon wieder 200 Gems bekommen. Ihr seht, so farmt man am allerschnellsten Gems. Das sieht zwar nach nicht viel aus, weil ich gerade mal 300 Gems bekommen habe, aber guck mal, wie kontinuierlich ich Gems bekomme. Während ich 300 Gems eben gesagt habe, sind wir jetzt schon fast bei 400 Gems. Und es geht immer so weiter und mit dieser Methode kriegt man in ein paar Stunden easy 100, 200, 300, 400.000 Gems, je nachdem, wie viele Stunden man hier einfach steht. Natürlich immer darauf achten, dass man seine Diamond Potions aktiv hat, immer darauf achten, dass man ein gutes Diamond Enchant Buch drin hat, immer eine Diamond Flag aktivieren, das geht hier im Trading Plaza nicht, dementsprechend macht das bei euch auf einem Privatserver oder halt auf einem öffentlichen Server im normalen Spiel, eine Diamond Flag aktivieren, damit doppelt so viele Diamond Piles spawnen. Was ihr auch machen könntet, wäre zum Beispiel eine Fortune Flag aktivieren, damit kriegt man zweimal so viele Diamonds, die lohnt sich auch. Immer 20 Orangen drin haben. Ich habe gerade 20 Orangen drin, dementsprechend bleibt das so. Oh, ich sehe auch gerade, dass der Orangentimer, der läuft nicht ab. Und mein Diamond Boost Timer läuft auch nicht ab, während ich hier bin. Ist das etwa ein Trick für unendlich Boost? Ich weiß nicht, ob die noch applyen, wenn ich hier farme. Aber wenn ja, dann lohnt sich der Trading Plaza vielleicht doch. Weil die Boosts nicht ablaufen, lol. Aber man kann halt keine Flags reinsetzen. Das ist dann wieder der Drawback davon. Und das ist alles, was ich mache. Ich stelle mich nachts einfach hin, bin meistens in der Mitte des Dings. Ich habe auch immer ein Verzauberbuch mit Magnet 3 drin, damit ich auch wirklich Gems, die am Rand hier sind, einsammeln kann. Bin meistens auf meinem Hoverboard, habe einen Autoklicker, der ein bisschen Off-Sync eingestellt ist, an, damit ich nicht gekickt werde. Wenn ihr nämlich kurz davor seid, aus dem Spiel gekickt zu werden, wegen Inaktivität von Roblox, dann teleportiert euch Pet Simulator in ein neues Spiel und eure Pets hören auf zu farmen. Und das wollt ihr nicht. Dementsprechend am besten, wenn ihr wirklich AFK farmt, einen Autoklicker reinmachen, bei dem ihr einstellen könnt, dass ihr in einem unregelmäßigen Intervall klickt, damit es einfach nicht als Autoklicker detected wird. Aber das war's. Oh, da hat jemand schon mein rabattiertes Buch gekauft und ich habe 29.000 Diamonds bekommen. Geil. Die anderen Bücher werden nicht gekauft, aber das Buch wurde jetzt gekauft, weil ich dachte, das ist ein Schnäppchen. Andererseits dachten sich die Leute auch hier, oh, hier verkauft jemand 2 Bücher für 149.000. Also ich werde jetzt das hier rausnehmen und setze das zweite Buch einfach mal rein für 39.000 Rabatt. Und dann gucken wir einfach mal, wie viele Gems wir jetzt noch zusammenbekommen, während ich hier einfach rumstehe. Und während ich hier gerade meine 1.900 Gems zusammengefarmt habe, sehen wir auch gerade der Sneaky-Typ hier. Der farmt gerade gar nicht. Und warum farmt er nicht? Weil er AFK im Trading Plaza stand. Er wurde als AFK detected und wurde hier rüber teleportiert. Und genau das passiert mit euch. Wenn ihr AFK rumsteht, nach ungefähr 17, 18 Minuten, werdet ihr einfach in einen anderen Server teleportiert und eure Pets farmen nicht mehr. Das ist natürlich super nervig, dementsprechend ist es wichtig, wenn ihr wirklich, ich sag mal, länger als 15 Minuten AFK seid, dann haut euch einen Autoklicker rein und stellt
stellt bei dem Autoklicker ein, dass er unregelmäßig klickt. Bei mir klickt er zum Beispiel alle 60 Sekunden einmal und dann noch mit einer Variation von plus minus 10 Sekunden. Das heißt, mal klickt er alle 70 Sekunden, mal klickt er alle 50 Sekunden und dann passt das schon. Ich habe übrigens auch immer meine Maus irgendwo in dem Bereich, weil ich den Autotap Game Pass habe. Dadurch wird halt geautotap und wenn ich dann mal auf so einen Gem rauftappe, geht es halt ein bisschen schneller. So, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal die 60.000 Gems voll, damit ich doppelt so viel Gems habe, wie ich am Anfang des Videos hatte. Und ich denke, dann sollte das auch reichen, weil ich nehme gerade mal 15 Minuten auf und 30.000 Gems in 15 Minuten sind eigentlich ziemlich gut, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Gems ich während des Videos auch ausgegeben habe, weil ich die Merchants leer gekauft habe. Dementsprechend ist das die Methode, wie man am schnellsten Gems verdient. Alles klar, Leute, jetzt habt ihr natürlich super viele Gems, wisst, welche Gamepässe sich lohnen und seid natürlich schon weit im Late Game. Die letzte Frage, die sich stellt, ist, wie bekommt ihr denn so ein Inventar wie das hier? Natürlich durchs Fusing. Und wie man diese ganzen Pets erfused, zeige ich euch jetzt noch. Also teleportieren wir uns jetzt erstmal rüber zur Fuse-Maschine. Die Fuse-Maschine wäre bei den Desert Pyramids? Nein, oder? Nee, jetzt habe ich das wieder verwechselt. Nein, wo ist die Fuse-Maschine? Shantytown? Gucken wir mal hier hin. Flup. Hier ist die Fuse-Maschine, okay. Dann gehen wir hier hin und ich habe ein paar Pets jetzt vorbereitet, aber bei weitem noch nicht genug. Unser Ziel ist es, den Cyborg Dominus in Rainbow zu fusen. Und mir wurde gesagt, man soll halt einfach das meiste fusen, was man fusen kann. Man kann jetzt leider nicht sagen, yo, ich will 215 Ninja Maskets fusen, das geht nicht. Ich könnte natürlich von irgendwie den Ninja Turtles hier in Gold mehrere fusen. Wie viel geht's? Bis zu 100 kann ich von denen fusen. Aber ich glaube, dabei kommt nichts rum. Ich fuse einfach mal 100 goldene Ninja Turtles, um zu gucken, was dabei rumkommt. Und ey, ich habe eine goldene Ninja Cat gemacht. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber da fällt mir ein, ich hatte noch ein paar goldene Pets, die ich Rainbow machen kann. Deswegen mache ich die auch nochmal schnell Rainbow. So. Und dann hier die Ninja Turtles, von denen ich eigentlich 100 mehr gehabt hätte. Oh, der Traveling Merchant ist da, aber um den kann ich mich jetzt nicht kümmern. Vor allem, weil ich keine Gems mehr habe. Ich habe ja eben viele Gems gespendet. So, gehen wir nochmal zur Fuse-Maschine. Weil es gibt immer ein Fusing-Limit. Wenn man zu viele Pets fused, dann kann da halt nur was super Gutes bei rumkommen. Und Pet Simulator möchte uns nicht garantiert was super Gutes geben. Deswegen haben die das Limit runtergestellt. Aber man kann halt immer noch das Beste fusen, was man fusen kann. Und das wären, komm. Es ist so schwer, dass du hätten 24 Rainbow Ninja Maskets. Davon habe ich 325. Wir fusen erstmal. Das kostet mich nur 50 Gems und ihr seht, die Chance auf den Cyborg Dominus ist sehr hoch. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Aber ich habe halt auch die Chance, blöde Ninja, da ist es, da war es wieder schon wieder, richtig blöde Ninja-Maskets wieder zurückzubekommen, was ein richtiger Loss wäre. Und ey, ich habe einen goldenen Cyborg Dominus bekommen. Das hat sich schon mal gelohnt. Die kann man dann nämlich später, wenn man davon genug hat, ja auch Rainbow machen. Aber ich mache jetzt wieder 24 davon. Und wir hauen die wieder rein in die Maschine. So, Gold schon wieder, aber ich möchte den Rainbow ziehen. Weil ich habe bisher nur einen Rainbow. Und ich will den jetzt mal selber fusen. Komm. Ja, mein erster Rainbow Cyborg Dominus. Da habe ich ihn. Und das war gerade mal bei meinem dritten Fuse. Also, es funktioniert tatsächlich. Und jetzt machen wir erstmal weiter, bis ich keine mehr habe. Weil 24, davon müsste ich ja noch ungefähr 10 machen können. Och, nee. Wow, das ist das Schlechteste, was man fusen kann. Ich hau 24 Rainbow Ninja Maskets rein und ich bekomme einen Rainbow Ninja Masket wieder raus. Das ist absolut der Fail. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt möglich ist. Aber es ist leider möglich. Man muss aber ziemlich viel Pech haben, dass das funktioniert. Die Chancen sind schon relativ hoch, dass man hier die Cyborg Dominus rausbekommt. Oder halt auch... Ah, nice! Schon wieder einen Rainbow Cyborg Dominus. Mein Team wird immer stärker. Warte, sind meine Pets noch am Auto fahren? Ja, sind sie perfekt. Weil dann gehen die direkt rüber, um zu arbeiten. Einen goldenen bekommen ist auch gut. Und dann machen wir weiter, weiter. Blub. Die Sache ist, ich könnte auch gucken, ob ich die goldenen Cyborg Dominus fuse. Aber ich denke nicht, dass dabei was Sinnvolles rumkommt. Ich glaube, da lohnt es sich eher, die goldenen Dinger einfach Rainbow zu machen. Ich könnte auch Cyborg Dominus fusen. Aber ihr seht, es kann nur schlechter werden. Es kann nur ein Cyborg Dominus rauskommen. Oder eine Ninja Cat, die schlechter ist als ein Cyborg Dominus. Also das würde ich niemandem empfehlen, die zu fusen. Aber ich finde es cool, dass man in Pet Simulator 99 jetzt immerhin auch Mythical Pets fusen kann. Das war ja früher gar nicht möglich. Deswegen war in Pet Simulator X das Fusen ja so kacke, weil man nur Legendaries fusen konnte. Aber jetzt kann man alles fusen, beziehungsweise bis Mythical alles fusen. Und das finde ich cool. Wow, wow. Darauf erstmal eine Schweigesekunde. Und wir versuchen es jetzt nochmal. 24, fusen und bam! Noch ein Cyborg Dominus. Und dann nochmal 24 davon und bam! Goldener Cyborg Dominus. Und das war's. Ich kann nur noch 15 von den fusen. Und wenn ich 15 fuse, seht ihr, da sind schon viel mehr schlechte Pets dabei. Das Risiko will ich gar nicht eingehen. Ich könnte einen Cyborg Dominus raufhauen. Ah, sieht auch noch nicht so gut aus. Wenn ich einen zweiten goldenen raufhaue, sieht es immer noch nicht so gut aus. Egal. Das mache ich mal nicht. Stattdessen haue ich noch ein paar Ninja Turtles rauf. Sagen wir mal, ich hau hier so viel ich kann. Warte. 30? 15? 10?
5? Wie viel geht maximal? 15. Okay, ich mache 15 von denen und 15 von denen. Da. Ah, sieht immer noch nicht so gut aus, aber wir fusen die mal und hoffen, dass wir immerhin einen goldenen Cyborg Dominus bekommen. Sehr gut. Ah, jetzt habe ich auch, das müsst ihr euch vorstellen, ich habe jetzt alle meine hier Rainbow Ninja Mask Kits weggefused. Einfach nur, um ein paar Cyborg Dominus zu bekommen. Und ich hatte echt viele von denen. Aber das lohnt sich, weil die Cyborg Dominus, die sind halt so viel besser. Vor allem auch, wenn man sie in die Daycare packt. Das kann ich euch nachher auch zeigen. Das Problem ist nur, meine Daycare ist gerade voll. Geht hier 45? 45. Okay, wir fusen mal 45 Rainbow Ninja Turtles. Und es hat funktioniert, ein Cyborg Dominus. Geht es auch, wenn ich weniger mache? Sagen wir mal 39. Sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Probieren wir mal aus. 39. Ah, nee, genau das will ich nicht. Ich will keine Ninja Turtles hergeben. Okay, ich bleib mal 40. Ein goldener Cyborg Dominus. Okay, ich glaube, wir bleiben einfach mal bei 45, 44 ungefähr. Damit die Chance auf einen Rainbow Cyborg Dominus höher ist. Weil ich will ja mein Team wieder auffüllen, jetzt wo ich so viele Pets hergegeben habe. Also hier wieder 44. Bam. Und ein Global Like Goal wurde erreicht. Schön. Ich finde, du könntest jetzt auch mal das Video liken, oder? Sehr gut. Langsam baut sich mein Team auf. Ich wünschte, ich hätte mehr Pets gefarmt hiervor. Aber ich war wieder zu faul. Ich muss mich nachher mal hinstellen und einfach ein paar Stunden lang einfach nur Eggs öffnen. Weil dann kriegt man schon sehr viele von diesen Pets hier zusammen. Und je mehr, desto besser. 43 habe ich jetzt nur gemacht. Oh, ah, immerhin goldener. Ein goldener ist auch gut. Goldener ist kein Verlust. Weil goldene kann man zu Rainbow Pets machen. Hier schon wieder einen goldenen bekommen. Alles klar, machen wir weiter. 45 reinpacken und nochmal einen goldenen. Nicht ein goldener, nochmal ein Rainbow. Ich wünschte, man könnte auch Zahlen eingeben. Kann man Zahlen eingeben? 45? Nee. Ich wünschte, man könnte hier einfach Zahlen eintippen. Das wäre so schön. Weil wenn man so viele Pets hat, ist es schwierig, präzise auszuwählen, welche man bekommt. Oh, eine Rainbow Ninja Cat. Lol. Habe ich vorher schon Rainbow Ninja Cats gezogen oder habe ich die einfach nur übersehen? Aber Rainbow Ninja Cats sind auch gut. Es ist nicht so, dass die schlecht sind. Sie sind halt nur schlechter als die Cyborg Dominus. Aber sie sind nicht schlecht. Ich meine, das sind die zweitbesten Pets, die man aktuell so bekommen kann. Aber wir wollen das Beste. Und aktuell habe ich nur 9. Und 9 sind nicht genug. Ich brauche 900. Aber 900 kriege ich, glaube ich, so schnell nicht zusammen. Dafür muss ich noch ein bisschen hatchen. So, aber jetzt haben wir schon 11. Hauen wir nochmal zusammen. Noch einen bekommen. Ihr könnt währenddessen auch mal ein paar Ideen in den Chat schreiben, was ich auch fusen könnte. Vielleicht fällt euch noch was ein. Eine Ninja Cat auch wieder cool. Aber an sich ist das ja schon die beste Fuse-Methode, die es gibt. Fusing ergibt in Pets Umlauter 99 zum Glück Sinn, weil es liegt einfach daran, wie stark die Sachen sind, die man in der Summe reinpackt. Und man sieht hier links auch, was man bekommen kann. Und das ist so schön. In Pets Umlauter X war das gefühlt immer komplett random, aber hier sieht man eine Auswahl von Pets, die man bekommen kann. Und wenn sie einem nicht gefällt, haut man mehr rein und sieht dann, ah, okay, die Auswahl ist geringer geworden. Dann schauen wir uns mal an und ich kriege einen goldenen Cyborg Dominus. Davon habe ich jetzt schon 12. Das bedeutet, ich habe mehr, nee, ich habe genauso viele Rainbow wie Goldene bisher gefused. Weil ich hatte ja schon einen in Rainbow, aber noch keinen in Gold, glaube ich. Oder? Ich kann mich auch irren, aber ich glaube, ich hatte keinen in Gold. So, nochmal einen Rainbow, perfekt. Und jetzt kommen wir aufs Ende zu. 44, haben wir rein, bam. Und dann haben wir die letzten rein, hier 30 davon. Die 4, die ich hier gefused habe. Und da sind mir die Chancen noch zu gering, das heißt, ich hau noch eine Shiny Ninja Turtle rein, geht das? Nee, die Shinies will ich dann noch nicht hergeben. Dann vielleicht eine Ninja Cat, drei Ninja Cats. Ah, Chancen sind sehr gering, aber... Wow, ich habe die Ninja Cat dadurch Gold gemacht. Naja, immerhin. Immerhin Gold gemacht, ne? Jetzt gehen wir noch einmal hier zur Rainbow-Maschine rüber. Machen dann zumindest einen Cyborg Dominus noch Rainbow, den wir in Gold hatten. Und ich guck mal rüber zu meinen Farming-Geschichten. Oh nein, ich habe aus Versehen das Farming ausgemacht. Ich hoffe, jemand anderes ist noch da, damit die Sachen nicht despawnen. Wobei, die spawnen für mich ja lokal. Ne? Ja. Ah ne, hier war eine Magnet-Flag. Ich habe die ganze Zeit eingesammelt. Nice. Das sind jetzt die Pets in meinem Team. Und mein Team ist... Ich glaube, mein Team ist stärker geworden. Mein Team ist jetzt nicht mehr so überfüllt mit starken Pets. Ich meine, hier sind jetzt die schwachen Ninja-Maskets mit reingerutscht. Aber insgesamt ist es, glaube ich, stärker geworden, weil ich so viele Cyborg-Dominos habe. Aber ich brauche noch mehr Cyborg-Dominos. Oh, Crafter, danke für die 200.000 Gems im Clan und nochmal 200.000 von noch jemanden. Übrigens, wenn ihr in meinem Clan seid, immer schön Gems spenden. Jeden Tag 300.000, 400.000 Gems spenden. Wir müssen Platz 1 werden. Ich habe gerade mal 1 Million und ich muss noch viel mehr spenden. Victor auch. Seid ein gutes Vorbild und spendet Gems. Und wenn ihr nicht genug Gems spendet, fliegt ihr raus und dann wird Platz gemacht für Leute, die Gems spenden. So, ich hatch jetzt auf jeden Fall noch eine Weile. So, dann machen wir die Pets auch noch einmal schnell Gold. Machen wir hiervon noch ein paar goldene Pets. Und davon noch mal ein paar goldene Pets. 4000 einfach. Also 400 Goldpets wären das dann. Das wären dann einfach nur 40 Rainbow Pets. Eigentlich gar nicht genug. Bei weitem noch nicht genug. Aber immer ein Anfang. So, Desert Pyramids. Da ist dann die goldene, nee, die Rainbow Maschine. Dann machen wir die Pets hier einmal schnell Rainbow. 31 davon. Und 83 davon. Und das glatt. So, mit den zwei Stüben, die wir jetzt gehatcht haben, wären das dann ungefähr 200 Ninja Maskets und 600
Ninja Turtles, die ich jetzt nochmal verfusen kann. Deswegen gehen wir zur Fuse-Maschine und hauen da jetzt rein. Ninja Turtles. Und zwar hier Ninja Turtles. Wie viel waren es? 24 Stück. Ne, 24. Fusen wir. Bam. Ich habe gar nicht geguckt, was ich hier fuse. Ich sollte vielleicht mal hingucken. Lohnt sich das überhaupt? Ein Cyborg Dominus. Okay, Cyborg Dominus in Gold ist gut, aber es ist noch nicht gut genug. Oh nee, ich habe schlechte Sachen gefused. Oh, aber ich habe schon mal 18 Cyborg Dominus. Ich brauche aber mehr, ich brauche so viel mehr. Eigentlich brauche ich aktuell, warte, wie viel kann ich equippen? Etwa um die 50, glaube ich, 55? 55, dann muss ich noch 20 in die Daycare packen. Abzüglich von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Huge Pets. Also sagen wir mal 49. Plus 20, 69 von den Cyborg Dominus brauche ich. Aber 69 habe ich halt leider noch nicht. Aber das ist halt das, was ich brauche. Oh, das wäre gerade fatal gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Aber hiervon erstmal wieder 24. 21? Was ist das? Ninja Mascot? Warum kann ich hiervon nur noch 21 machen? Hat sich da was geändert oder bin ich gerade blöd? Waren das nicht die ganze Zeit 24? Das sind 24, ja. Gerade ging nur 21. Jetzt gehen auch wieder 24. Ich habe irgendwas anders gemacht. Vielleicht habe ich irgendein anderes Pet zusammengefügt. Wer weiß. Ja, L4 von und dann so viel, wie es hiervon noch geht. Und das wären dann 26. So. Fusen wir. Einfach mal das Maximum fusen, von dem man fusen kann, bis da steht, geht nicht, ist zu viel. Und dann funktioniert das auch. Zumindest in den meisten Fällen. So. Ninja Turtles werden jetzt auch wieder gefused. Davon waren das immer so 45. Kriege ich aber nicht immer so genau hin. Aber Felix, ich brauche doch mehr Pets, als ich dachte. Ich habe nämlich gerade mal 20 Cyborg Dominus. Ja, wie viel willst du denn haben? 69. Achso, okay. Weil wenn ich 69 habe, dann habe ich ein Full Team plus 20 für die Daycare. Hast du keine Huge Pets? Ja, deswegen. Die Huge Pets sind da schon einbezogen. Wie viel Petticoat hast du? 55. Okay. Also oh, kann man sich das auf die Cats nehmen, weil die haben nur 600 Stärke weniger. Ja, ich weiß. Die nehme ich auch. Aber ich nehme die nicht für die Daycare. Ja, ja. Die Daycare brauchst du halt die 20, ja. Genau, das ist immer so anstrengend, genau die 45 zu bekommen. Warum kann man das nicht eintippen? Ich habe gerade mal 22? Was habe ich eben falsch gemacht, dass ich nichts bekommen habe? Ich habe wieder nicht hingeguckt, was ich fuse. Ich habe wahrscheinlich wieder nur Müll gefused. Jetzt wieder ein Cyborg Down, minus 23. Was habe ich getan? Ich hätte doch viel mehr haben müssen, oder? Man darf nicht unaufmerksam fusen. Da kommt nur Müll bei raus. Ja, jetzt schon wieder goldenes Cyborg Dominus. Was soll denn das? Das will ich nicht. Sehr gut, ich will ein Rainbow Cyborg Dominus, so wie sich das gehört. Sehr gut, weitermachen. Du hast vorhin einen Cyborg Dominus gefused. Habe ich? Nein, warum mache ich sowas? So, hier nochmal 45 reinpacken. Glückstrank, ich habe keinen mehr. Nein, mein Glückstrank ist vorbei. Das heißt, mein Glück beim Fusen ist auch vorbei. Glück beim Fusen gibt es zum Glück nicht. Ich glaube, den normalen Cyborg Dominus, den verfuse ich, weil ich werde nicht mehr so viele normale Cyborg Dominus bekommen, dass ich mit dem irgendwas anfangen kann. Deswegen packe ich den rein. Oder? Nee, ich packe vielleicht die hier rein. Die hier nicht, aber ich habe sonst nichts, was ich noch reinpacken kann, ne? Ja, einfach mal drauf anlegen. Was kommt raus? Es kommt, wow, ein Rainbow Cyborg Dragon raus. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Naja, ist jetzt einer meiner stärksten Pets, oder? Nee, nicht mal. Aber ich habe noch nicht genug, ich brauche noch mehr. Dann werden wir wohl noch mal ein bisschen weiterfahren müssen. Und auch wenn das vielleicht noch nicht genug waren, sind das jetzt auf jeden Fall alle Pets, die ich hatchen werde. Die mache ich mir dann natürlich auch noch mal golden. Hier ein paar Ninja Cats habe ich gezogen. 16 Stück habe ich jetzt. So, dann nochmal ein Ninja Mascot Gold machen in Shiny. Dann fast zwei Ninja Turtles Shiny Gold machen. Und 360 goldene Ninja Mascots. Und 930 goldene Ninja Turtles. So, dann gehen wir wieder runter zum den Desert Pyramids. Und machen die Dinger dann noch Rainbow. Und dann sind es automatisch weniger. Oh, ich kann sogar einen Cyborg Dominus Rainbow machen, weil ich so viele goldene vorhin gefused habe. Das ist auch gut. So, dann 73 hiervon. Achievement unlocked. Lol. Double Rainbow. Ich habe ein Achievement bekommen. Nice. Dafür gab es ein paar Tränke. Auch gut. Lol. Mal gucken, ob ich auch ein Achievement dafür bekomme, dass ich jetzt so viel fuse. Denn ich fuse mir jetzt aus 24 Mythical Rainbow Ninja Mascots. Hoffentlich ein Rainbow. Ah, das ist das Schlechteste, was man kriegen kann. Komm schon noch einmal. Jetzt aber hoffentlich ein Rainbow Cyborg Dominus raus. 24 Stück, fusen und ein goldener. Ist in Ordnung, weil jetzt habe ich wieder 9 goldene, noch einen weiteren. Dann kann ich mir einen weiteren zusammenstellen hier an der Rainbow-Maschine. Und dann fusen wir nochmal. Nice, noch ein Cyborg Dominus. Ich habe jetzt schon 34. Das ist die Hälfte von dem, was ich haben wollte. Jetzt habe ich wieder eine Ninja Cat. Die Ninja Cats sind nicht schlecht, aber sie sind auch nicht gut, sage ich mal. Sie sind nicht das, was ich möchte. Aber sie sind ein netter Ersatz. Das ist natürlich richtig kacke, wenn man einfach dasselbe Pet bekommt, das man reingesteckt hat. Dadurch hat man praktisch 23 dann versenkt ins Nichts. Aber wieder ein Cyborg Dominus bekommen, perfekt. Übrigens, der Grund, warum ich lieber die Cyborg Dominus habe, statt die Ninja Cats,
Die Cyborg Dominos haben zwar nicht sehr viel mehr Stärke, aber die bringen sehr viel mehr Luck Value bei der Daycare. Und der Luck Value entscheidet, wie selten die Items sind, die man daraus bekommen kann. Oh Gott, das hier wäre beinahe in die Hose gegangen. Denn wir wollen ja in der Daycare gute Items bekommen und da muss man dann natürlich die besten Pets reinpacken, die man reinpacken kann. So, dann machen wir das hier und hiervon so viel wie es geht und das wären da 13 offenbar. Ist in Ordnung. So, und jetzt fusen wir noch die letzten Ninja Turtles, die ich habe, davon dann immer 45 oder 44. Muss jetzt pennen. Yo, dann gute Nacht. 45 wieder zusammen fusen und dann wird er schon was. Na, Ninja Cat. Wie gesagt, die können gerne die Slots zum Farming voll machen, aber nicht die Slots für die Daycare. Für die Daycare brauche ich halt mehr. Oh Gott, das war schon wieder richtig schlecht, was ich hier rausgezogen habe. Das tut weh, wenn ich Ninja Turtles, Ninja Mascots fuse. Aber immer ein Cyborg Dominus. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es lohnt sich sogar grundsätzlich mehr, die Ninja Turtles zu fusen. Weil da kann man wenigstens keine Ninja Turtles zurückbekommen, wenn man davon 45 zusammenfused. Wie ihr seht, das Schlechteste, was man kriegen kann, ist ein Ninja Mascot, was ja immer noch besser ist, immerhin. Deswegen mein Fazit von dem ganzen Gefuse, was ich jetzt hier habe, ist auf jeden Fall, dass es sich mehr lohnt, die Ninja Turtles zu fusen, als die Ninja Mascots. Vor allem, wenn man noch nicht so viel hat. Drückt mir die Daumen und... Ja, Mann! Okay, das ist doch gut gelaufen. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Mein Team ist nicht komplett voll, aber es ist voll genug. Diese ganzen Cyborg Dominos, die habe ich heute gefused. Das ist es, was ich mir heute zusammengefused habe. Und den Rest, den werde ich gleich auch noch machen. Also mit der Fusing-Methode kriegt man auf jeden Fall ein gutes OP-Team zusammen, mit dem ich jetzt hier hinten sehr, 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 sehr viel mehr schneller farmen kann. Der Unterschied ist insane, denn hier, wenn man so ganz normal farmt, merkt man ihn nicht wirklich, aber ich merke den Unterschied vor allem dann, wenn hier so eine Mini-Chest erscheint, bei der ich früher über eine Sekunde brauchte, um einen B abzubauen, während ich da jetzt, wenn ich rauftappe, in derselben Zeit einfach 2 bis 3 B abbaue. Leider kommt gerade keine Mini-Chest und ich habe meine Bücher nicht dafür ausgerüstet, weil meine Bücher sind gerade auf Lack ausgestattet. Aber das sind auf jeden Fall die besten Fuse-Methoden. Fuse-Methoden sind jetzt nicht mehr so viel Herumprobiererei wie früher, sondern man versucht einfach das Beste zu bekommen, was man reinstecken kann. Das Spiel ist so nett und zeigt dann auch an, was das Beste ist, was man reinstecken kann. Oder bekommt man in der Regel dann auch was Gutes. Okay, Leute, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es noch irgendwelche Sachen gibt, die ich euch zeigen sollte, die ich euch erklären sollte, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Aber jetzt würde ich sagen, klickt ihr erstmal auf das Video, das euch hier eingeblendet wird. Oder nehmt euch eine Mütze Schlaf, farmt selber, keine Ahnung, macht was ihr wollt. Bis dann und ciao!